Hallo liebe Plüschis und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von dem Let's Buy von Star Stable. 2 Wochen sind wieder vergangen. Ich habe Vanille Cake gekauft und jetzt geht es daran, das nächste Pferd zu kaufen. Und zwar war die vorgegebene Rasse ein Isländer. Und ich habe mir das gerade nochmal angeguckt und ihr habt entschieden, dass Pferd Nummer 2 gewonnen hat. Das Pferd Nummer 2 ist diese wunderhübsche Schönheit hier, die prinzipiell die große Schwester von Vanille Cake sein könnte. Ich finde eigentlich, ich mag das Pferd unheimlich gerne. Es sieht wunderhübsch aus, vor allen Dingen mit dieser Blässe, mit der Laterne und dem weißen Strich am Hals und mit den Socken finde ich super. Dann wollen wir die Kleine doch mal kaufen. Auch sie wird den Namen Vanilla am Anfang tragen. An der Stelle möchte ich mich da mal ganz herzlich bei Yuki von Okami Videos bedanken für diesen Namenseinfall. Und zwar wird sie Vanilla Cookie heißen. I'm so excited! Yay! Wir haben jetzt Vanilla Cake und Vanilla Cookie. Ich bin schon sehr gespannt, wie die beiden sich in unserem Team schlagen werden. Und es ist wow. Hier haben wir wieder das Fenster mit den Islandpferden, das die ja den Tölt haben. Und ja, damit habe ich dich noch nicht, dich auch noch nicht und dich auch noch nicht. Also es fehlen jetzt insgesamt noch 3 Islandpferde. Dann hätten wir die auch abgeschlossen. Yay! So. Ich habe jetzt gerade auch noch mal geguckt wegen so diesen ganzen neuen Updates, die gekommen, also wegen dem neuen Update, was jetzt gekommen ist mit den Frisuren und den Robben. Ich habe euch ja auch, wie ihr wahrscheinlich dann auch schon sehen könnt, die 2 Robben, die es neu gab oder die ich noch nicht geholt hatte, warum auch immer, habe ich dann jetzt noch adoptiert. Und auch die neue Tasche geholt, die es gab. Und ich habe mir auch die neuen Frisuren angeguckt. Ich finde die Frisur, die eine Frisur, die mir hinten so zusammen ist, finde ich mega super. Problem an der ganzen Sache ist, ich habe folgendes Problem, und zwar, also folgenden 2 Probleme ehrlich gesagt. A, ist mir die Frisur viel zu teuer mit 119 Starcoins und B, würde das auch nicht meiner normalen Haarfarbe entsprechen, weil mir die Haarfarbe dann doch etwas zu orange ist. Ich habe nämlich mehr so ein braun-rot, weswegen ich hier ein Rot genommen habe. Aber ich habe normalerweise ein richtiges, so mehr braun als rot. Hast du was? Da hat immer noch keinen Bock. Das Moon Melody hat die auch nicht. Sortieren wir die Pferde nochmal. Dass das jetzt auch wieder richtig steht. Ja. So wie ich das haben möchte. Und da ist Vanilla Cookie. Hey. So. Gleiche Outfit wie vorher. Ransetzen. Keksi wieder rausholen. Die Anfängerausrüstung einmal wegtun. Ups. Es ist schon krass. Es ist bei mir schon wieder irgendwie so ein bisschen viel zu routiniert, will ich einfach sagen, weil so. Ich werde das Video jetzt gerade nicht ganz so lange machen, weil ich ehrlich gesagt nicht sehr viel Zeit habe. Wir haben auch noch die Quests offen mit Madison. Allerdings sind die Videos, die noch für Madison kommen, noch gar nicht hochgeladen. Ich habe den Quest auch noch nicht abgeschlossen. Weswegen ich dann erstmal jetzt nochmal meine Klappe halte und erstmal noch gucken muss.
So, Quexi will mal wieder nicht in die Kamera gucken. Dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt die neue Abstimmung bestimmen. Die Araber Pintos habe ich hier noch nicht drin. Zu den Araber Pintos gibt es auch noch mal ein Extra-Kauf-Video. Allerdings nicht dieses Wochenende, wahrscheinlich erst nächstes Wochenende oder darauf das Wochenende, weiß ich noch nicht, muss ich gucken. Ja. So. Und dann werde ich mir mal einen kleinen Zettel ziehen. Ah, ich glaube, ich muss noch Fotos machen gehen. Die nächste Rasse, die wir holen werden, wird ein Haflinger sein. Ich meine, so viele Haflinge haben wir gar nicht mehr zur Auswahl. Ich muss da echt nochmal nachgucken, weil ich glaube, ich habe 4 Haflinger. Und es gibt, glaube ich, insgesamt 6. Aber das nächste ist Haflinger und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr seid mit dem Kauf von Vanilla Cookie einverstanden. Und ja, wir sehen uns dann bald auch schon wieder. Ciao, ciao!